Hallo und herzlich willkommen zurück zu The Legend of Zelda, The Wind Waker. Ich hoffe, ihr hattet einen schönen Tag. Und erste. So. So nerviges Viech. Und jetzt? Also es geht auch, oder was? Achso. Bin ich schon da, wo ich hin muss. Wie gesagt, ich kenne mich da noch nicht so gut aus. Also die Viecher sind am nervigsten besetzt von den ganzen Dungeon. Ja, das war so gut. So. Dann daran. Das ist nicht so nervig. So nervige kleine Viecher. Oder das ist eine Kiste. Ist da oben? Ist da oben. Und wie komme ich darauf? Könnte ich mit dem Endhaken rauf? Ich weiß nicht, das ist eine Kiste von Wert. Ich hoffe mal nicht. Guck mal daran. Ich sehe schon das Viech. Zwischenboss. Erst ein Flügel schnunden, stirb. Und dort easy. Was war das für ein Geräusch jetzt? Das tak 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 tak. Und das erste Dungeon hat er müsst. Weil es ist ja. Das ist. Nein, das zweite Dungeon hat er. Der Boomerang. Der erste das erste Dungeon hat er war ja. Ich hoffe nicht, dass ich die Feder jetzt noch brauche. Ja, easy. Ich hoffe, ich brauche die Kiste da oben nicht. Erst diese nervigen kleinen Viecher da. Was genau muss ich da jetzt machen? Rüberhangeln oder?
Und alles ist gut? Ich weiß nicht, was ich machen muss. Ich bin verwirrt. Also ich gehe nochmal rein und raus. Vielleicht kann ich da was resetten. Ich weiß nicht, was ich machen muss. Kann ich das mit dem Dekoblatt? Ich habe keine Ahnung, was die von mir da verlangen. War es nicht richtig? Das ist so nervig. Ich weiß nicht, was ich da machen muss. War das Rüberfliegen jetzt richtig oder nicht? Natürlich müssen alle Viecher wieder da sein, die was ich schon besiegt habe. So, welche Richtung jetzt? Ich weiß es ja nicht, es gerade. Ich glaube die da. Ich weiß ja nicht, was ich machen muss. Ich probiere es nochmal so. Ich weiß nicht, war das der richtige Weg dafür? Das würde mich interessieren, ob das der richtige Weg dafür war oder nicht. Ich bin verwirrt, sehr verwirrt. So, und jetzt? Da rein wahrscheinlich. Diese kleinen Viecher sind so nervig. Anscheinend rechts. Und das bitte. Ja, für das habe ich halt natürlich Zeit, erst wenn die mich wieder greifen. Ja, erklär's mir halt, währenddessen ich in den Dungeon bin. Ist weg. So, gehen wir zuerst da rein. Man kann mal zuerst eine Kiste da haben, für was die auch immer ist.
So. Was haben wir denn da dahinter? Eine Kiste? Ich weiß nicht, ob die wichtig sind, diese Kisten. Ich werde mal da hinschauen. Schreibt mir mal in den Kommentar, ob das eine wichtige Kiste ist oder nicht. Ernsthaft. Ich bin ja Chaos. Ich habe keinen Plan. Ich bin nur verwirrt. Diese kleinen Viecher da, also die komischen Viecher da. Ist das schon die Boss-Truhe? Bitte. Perfekt. So. Und hier haben wir den Masterschlüssel. Oder den großen Schlüssel. Der ist ja in jedem Spiel anders. Wollen wir mal das Kommen sehen? Ich sehe nichts. Der was leckt. So, es ist das da oben, Frau. Da geht es für mich weiter. Der Dungeon da alles beinhalten. So. Diese kleinen Viecher sind so nervig. So. Was jetzt? Ach bitte. Ach so. Yeah!
So, und wo ist der Boss? Anscheinend hinter der Tür. Na klar, kommt jetzt noch irgendwas Lustiges. Das war also mehr als leicht. Das ist eine Kiste. Und was ist in dieser Kiste? Brauche ich das? Ja, ein Glücksamulett. Unnötig. Ich hätte gern Magie, aber ich krieg ich nicht. Weiß ich nicht, soll ich mal einen Topf aktivieren? Hallo. So, und auf zum zweiten Boss dieses Spiels. Hey, da ist er. Oh nein! Er hat ihn gegessen! Und wer ist der? Bitte. Bitte. Okay. So, besiegt. Easy zweiter Boss. Herzcontainer und unser neuer Freund. So, jetzt nur nicht falsch bewegen. Also er geht eh von selber. Was du ist, der mich gerettet hat, mein werter Freund, nö. Ich danke dir vielmals. Als ich Spaßfragen wurde, da dachte ich, mein letzter Stündlein hätte geschlagen. Aber wie bist du nur bis hierher gekommen, mein werter Freund? Was? Ein Dekoblatt? Aber ja, doch, heute ist doch der Tag der jährlichen Zeremonie. Wir dürfen hier keine Zeit verschwenden. Schnell von hier kommen. So, unser Leben steigt auf 5. Und let's go. Auf und davon. Du bist wohl auf zurückgekehrt. Tut mir ja so leid, Dekobon. Ich weiß, dass uns immer und immer wieder gewarnt, aber ich war taub.
Creme dich nicht mehr, Markus. Das nächste Mal wirst du vorsichtiger sein. Michi, du hast du wirklich gut gemacht. Nimm dies hier als Zeichen meines Dankes an. Ich gebe dir, was ich dir versprochen habe. Dass es ihm nicht auf den Schädel fliegt. Und damit haben wir die zweite. Du hast Feuer als Demut erhalten. Ja. Ich bete, dass er diesen, dir den Weg zur guten Schicksalsweisen wird. Aber Marco, so weine doch nicht mehr. Und dann freuen wir uns wie immer an dem völligen Spiel. Das heißt, wir müssen umgehend mit der Zeremonie beginnen. Wieso, dass ich euch alle warten ablassen? Es wird dann beginnen werden. Alter Freund Michi, ich werde heute besonders viel Mühe bei meinem Spiel geben, um mich die Erkenntnis zu zeigen. Ich hoffe, du findest an dem Konzert gefallen. Kann man das nicht überspringen? Was ist jetzt passiert? Jetzt ist Deko zusammen. Deko Baum, auch dieses Jahr gibt es wieder eine ganz versügliche Saat. Mit Hilfe des Saat können wir wieder prachtvolle Wälder einwachsen lassen. Dann machen wir uns mal auf den Weg. Wir freuen uns schon alle aufs nächste Jahr. Bis dann und lebt wohl. Und ja, auch alles Gute weiter, Freunde. Ich hoffe, wir sehen uns wieder. Diese Lags. Die sind so nervig. Ich geh dann mal. So. Und Taktstock. Auf zum Schiff, hoffe ich. So. Ertrinke ich da gar nicht. Hey, ich habe einen Brief. Genau, aber ich habe einen Brief. Hier ist ein Brief. Lieber Michi, die Tasche, die du gerade in den Händen hast und wie es bedeutet, dass du Gebrauch von unserer Briefkasten machst. Schuld. Schicken wir Versorgung, Briefkasten, Gebrauch und Support. Danke für dich beide und hoffe, bitte nimm sie das Dankeschön. Vergessen, der gezeichnete Kommodus Vater. Ein Herzteil. Dann wurde auch dieser also von Garn überfallen. Es wird doch nicht im Begriff sein, sondern macht. Lass mich, der letzte Dämmer verbirgt sich nicht westlich von hier. Verlieren wir keine Zeit und setzen wir sofort Kurs. Südwestlich. Ist das so richtig so? Ja, fast. Ein bisschen vorüber. Ich tue so viel auf Start. Ich lasse es mal fahren. So, es wird ja dabei nichts passieren. Ich schenke mir da was zum Trinken an. Das
dauert jetzt eher eine Weile, bis wir dort sind. Währenddessen könnte ich mal was am Essen auch machen, ne? Ja, das ist das Langweiligste, glaube ich, am Windwecker. Dass das Reisen so lange dauert. So, wo bin ich? Irgendwo. Ich kann auch während der Schiffreise nicht viel erzählen. Ein Viereck noch und dann Vollgas nach links. Ist es vielleicht so schneller? Ich weiß es ja selber nicht. Warum leckt das so sehr? Bisschen noch. Oh weh. Oh, das dauert so lang. Das ist Urzauch. Es regnet, wie nicht. Da hinten ist der fahrende Händler. Oh. 10 Jahre später. Kann das die Insel da links sein von mir? Muss ja die sein. Warum sind die Wellen jetzt so hoch? Nein, ist doch weiter dahinter dann. Das ist die komische Bombeninsel da, oder? Denke ich mal. Hallo. Na, alles klar? Dann wird das die da hinten sein. Servus. Die geben ziemlich schnell auf, diese Viecher. Kannst du nur die da hinten sein? Die schaut aber nicht sehr freundlich aus, diese Insel da. Deine Sicht, was ist hier geschehen? Itchusk. Was ist hier noch geschehen, die Insel?
Sind wir so spät? Ich hätte mit den Schlimmsten gerechnet, aber das übertrifft gar noch meine kühnsten Befürchtungen. So lebt der Jabo, der Hüter des Wassers, sah so viel. Aber so wie sich die Dinge darstellen könnten, wir nur mehr bannen. Lebe ich hier. Woher weiß eigentlich, dass ich da bin? Hier bist du also, ich habe nach dir gesucht. Du suchst doch Jabo den Hüter, oder? Unbedeutlicher, was ist denn hier? Aber nicht finden. Wirklich ein fürchterlicher Anblick. Alles liegt in Trümmern. Das waren sicherlich diese Ungeheuer aus der verwunschenen Bastion. Aber keine Angst. Sie hatten es zwar auf Jabo abgesehen, aber er konnte an einen sicheren Ort fliehen, bevor der Angriff auf diese Insel hier begann. Du wirst ganz schön überrascht sein. Sage, wohin er geflohen ist. Auf deiner Heimatinsel, nach Palladium. Selbst wenn du nach Palladium fährst, wirst du sie aber nicht treffen können. Höhle, denn sie versteckt hält, von einer schweren Steinplatte blockiert. Sie macht es unmöglich, von außen hinein zu gelangen. Die Piraten wären in der Lage dazu. Verzeih mir, welche. Ich dachte, die Piraten wüssten, wo du dich aufhältst. Da habe ich ihnen leichtsinnig alles erzählt. Ich habe keine Ahnung, was ich dabei gedacht habe, als sie sich sofort nach Palladium aufgebrochen und haben versucht, selber in die Höhle zu gelangen. Aber nicht möglich, die Höhle zu betreten und sind. Und so fuhren sie nach Portemonnaie. Willst du Jabo treffen, dann solltest du nie in Auge behalten. Irgendwie eine unheimliche Insel. Draußen auf See scheint die Sonne, aber hier schwarze Folgen und es regnet nur noch völlig. Ja, ein Waller, der bat diese Geschichte, also sprach davon, dass sie sehen, sie versucht so. Sollte sich hier nicht zu lange aufhören, jedenfalls habe ich dir nachher mit Jabo berichtet. Jabo ist also am Leben. Seine Weisheit und ein Gespür, die er im Laufe seiner langen Lebens entwickelt hat, haben ihn also ganz übergriffig verfassen lassen. Auf die Worte eines Mannes vom Volk der Orne, die behaupten, wissen etwas über die Höhle, die großen Arbeiter, solltest du erst nach Portemonnaie fahren und dich dort willkommen sehen. Das ist Draconia. Portemonnaie. Also. Ich glaub so rüber. Kann hinkommen. Und ist einfach. Einfach nur gerade. Ja, und jetzt bleibt's sehr lange so verregnet. Leider. Aber ich kann es leider nicht ändern. So ist das Spiel. Ich bin überrascht, dass ich noch nicht Cyclops getroffen habe. Über das bin ich sehr, sehr überrascht. Einfach schreist lieber nicht. Ist hier noch. Ah, da ist der Tingelturm. Ja.
Ach, dieser Haifisch, der nervt. Ich hab grad Zeit für dich, Haifisch. Einfach drüber springen. Ach, wie kann man so nervig sein? Ja, da vorne ist eh schon Portemonnaie. Ah, da ist es Cyclops. Was ist gerade passiert? Hä? What the fuck? Was ist passiert? Kann mir das irgendjemand erklären, was passiert ist? Genau wie dieser Orne gesagt hat, liegt das Piratenschiff an einem Platzveranker, an dem es nicht gleich jeder sieht. Ich habe zwar keine Ahnung, wonach sie suchen, aber wenn es sich nach meinem Schatz oder ähnliches handelt, dann liegt nahe, dass der Beruf durchaus auf der Hand, dann werden sie vernünftige Arbeit geben. Ich versuche irgendwie herauszufinden, was sie vorhaben, und zwar ohne, dass sie etwas davon mitbekommen. Ich glaube, ich weiß sogar noch, was ich machen muss. Wenn ich mich recht erinnere. Also, wenn ich mich recht erinnere. Bin mir aber nicht mehr hundertprozentig sicher. Ich werde es ja gleich sehen, wenn es falsch ist. Wow. Woher war ich da? Nun nimm es mal nicht persönlich. Und einen Schatz ranzukommen, brauchen wir nur mal Bomben, kapiert? Naja, kann es aber auch. Vielleicht der Strafe für deine üble Halsabschneiderei sehen. Hey. Komm, Geschäfte mit Piraten machen wollen, mein Lieber. Da brauchst du dich gar nicht so wundern. Aber alle Achtung, du hast diese eingebildete Pestvogel. Postvogel. Diese Information nicht entlocken können. Hä? Ach was. Schon als ich diesen kleinen Michi oder wie der hieß das erste Mal sah, da war mir klar, dass aus Paloden irgendwas versteckt sein muss. Deswegen dachte ich auch so, als wäre ich mächtig besorgt um den Bengel, als wir dem Postboten begegnet sind. Und ja, und hat das dann eben gezwitschert wie eine Nachtigall. Einfach humus. Zumindest was das angelangt. Was? Hast du echt ein Gespür für Details? Naja, man könnte aber auch sagen, du bist ganz und gar durchtrieben. Wenn du mit all deiner Durchtriebenheit und Captain Tetan mit all deiner Schleue aneinander halten würdest, dann wird jetzt ein dynamisches Duo und wir alle zusammen die glorreichen Sieben des Feldmeers. Wir könnten die Kürzbehörden alles hatten werden.
Laberkopf, ich werde ja schon ganz rot bei den Gedanken. Red keinen solchen Unsinn. Captain Hatter, was sagst du dazu? Über den Witz kann ich nur müde lächeln. Es hört endlich auf, hier Faxen zu machen und lade die Bomben an. Das Schiff sind setzen wir Kurs auf Polodion. Ist das ein Ernst, Captain? Aber wir waren doch schon dort. Lang in keiner Stadt mehr. Jetzt heute nicht ordentlich den Bauch voll und fahren erst morgen früh los. Komm schon. Also, mir wäre es egal, ich stimme dir natürlich immer zu, Captain. Aber die anderen haben sich schon so gefreut und bricht mir das Herz, sie enttäuscht sind, weißt du? Komm schon, lass uns erst morgen früh loslaufen. Na, was sagst du? Das ist ja schon nicht weg. Welche doch für euch, wenn ich das sage, oder Männer? War ich jetzt wohl wirklich Hopfen und Malz verloren, was? Ich habe auch diese verwüstete Insel gesehen oder etwa nicht. Wenn wir uns nicht beeilen, dann wird Palode noch das gleiche Schicksal erteilen. Na nun, wie klingt das ja so beinahe so, als wäre dir mal mehr wohl dieser Insel gelegen als den Schatzkapitän. Wenn das für Unterstellungen diesen schönen Island interessiert, wird der Schatz. Also meinetwegen, wir fahren erst morgen früh von dieser Insel. Aber wenn ich morgen früh sage, dann meine ich auch morgen früh, wie einer von euch verschläft. Ach, Captain, wie lautet gleich nochmal die heutige Partei? Wird er schon wieder vergessen, Marco, du bist echt die Höhe, Mann. Wie lautet Socken? Wenn ich richtig antworte, dann lässt es Nico draußen versauen. Also noch einmal zum Mitschreiben. Wie lautet Socken? Klar. Socken, genau. Ja, wenn ich das Schwert nicht benutzen kann, dann lasse ich ihn da einfach angekettet. So. Ja, gehen wir noch ran. So, aber wie es weitergeht, erfahren wir beim nächsten Mal. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, bis bald und ciao.